kriegt der Flugzeug dabei einmal raus. Erst mal.
also wir versuchen momentan irgendwie so ein bisschen rauszufinden, wie die Muzak-Beschallung am besten ist. Und zwar geht es nämlich darum, dass hier lauter so, also wenn man Muzak beschallt, muss man die Resonanzfrequenzen rausfinden. Also die Gläser? Nein, das muss leider so laut sein. Das, das kann nicht so laut sein, wenn es das Bild auf der Lunge und eben zu stehen und das stört. Das stört die Welt und das stört mich. Hat sich schon wer bestellt, beschwert. Das ist auch schon mal beschwert, ja. Ja, nee, also das Ding ist, wir müssen ausprobieren, wo die Resonanzfrequenzen von dem Gang hier liegen. Und das können wir nur machen, wenn es halt in verschiedenen Positionen probiert wird. Aber das Problem ist, deine Resonanz, ja, nee, aber die vom Gang noch nicht. Muss ja erst noch ausprobiert werden. Weißt du, ich muss auch nicht probieren, irgendwie, wie das dann hier unten irgendwie klingt. Oder, weißt du, das sind ja die einzelnen Geräte einfach, die dann mitspringen. Das geht gerade nicht, das ist nämlich ein Test, der muss 30 Minuten mit erlaufen und dann kann ich es abbrechen. Naja, ich kann auch in den nächsten Gang gehen, aber so 3, 4, 5 Minuten brauche ich jetzt. Das ging ein bisschen. Ja. Wusste ich jetzt nicht. Also ich bin jetzt einfach mal so aufgetragen worden von der Firma Pro Audio. Ich weiß nicht, ob die noch mehr schicken. Das ist nämlich wahrscheinlich. Bitte? Ja, das sind unsere. Also die Läden sind ziemlich gewertet, oder? So. Okay. Was noch was jetzt? Amazon, oder? Nee, das geht über die Firma Pro Audio. Die haben uns auch gefragt, dass wir... Das wirst du doch machen. Nein, das muss mit den Gängen. Die Gänge müssen wir finden. Aber also nicht die Gänge, das hat das Gästejäger oder was. Man versucht es überhaupt. Das Problem bei den Dingen ist, dass die nur bestimmten Frequenzen funktionieren. Ist, nur mit Gängen. Und nur wenn man richtig... Ist in Ordnung, nur das Problem ist, die Kunden sind genervt. Wir sind genervt, okay? Die Kunden kommunizieren, wer ist den Scheiß auf? Aber wir haben doch mit dem Essel geredet, der hat gesagt, wir sollen einfach her. Mit wem habt ihr? Herrn Essel. Wer geht's denn für uns? Der ist beim Baumax. Der Essel ist beim Baumax. So, aber der hat uns generell eigentlich ein OK gegeben für alles. Ja. Ich bin Baumax gestern in etwa. Also Buchprojekt von Essel. Ja, genau, richtig. Ja. Da haben wir einen falschen Baumarkt erwischt. Ja. Scheiße. Ja, jetzt geht das gut aus. Ich hab gesagt, die Leute sind genervt, dass du bitte Platz hast. Ja. Thank you.
wenn das über den Berg kommt, muss das weg, oder wie? Bitte? Für was ist das? Das ist für die Firma Pro Audio, das geht da so um Muzak-Bestallung. Also, ja. Genau, da geht es nämlich darum, so die Hintergrundmusik von Kunden. Jetzt versuchen wir nämlich irgendwie so eine Tertium zwischen den beiden, also zwischen den Frequenzen zu finden, die am ehesten stimulieren. Deswegen.
für eine Aktion ist das? Rakete, Werbeaktion oder? Ich tue nach Sahne einkaufen. Hallo? Eine Frau hat sie gefunden, danke. Super, danke schön.